Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache. Wesen der Luft würde ich das hier übersetzen. Wesen der Erde steht da. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Wesen des Wassers steht an dieser Nische. Ein abgebrochener Ast, vermutlich von einem der Bäume dort oben. Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Oder es war ein fliegender Fisch. Sicher. Sowas gibt es. Opas Doppeldeckereinheit im Krieg hieß die fliegenden Höllenfische. Ich nehme nur eine einzelne Gräte. Vielleicht kann ich so ein kleines, spitzes Ding mal gebrauchen. Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Ich habe die Fischgräte ans Ende der Schnur geknotet. Die Schnur habe ich an den Stab gebunden und unten an der Schnur ist die Fischgräte als Haken. Fehlt noch ein Köder. Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Da bewegt sich etwas in der Erde. Da sind Regenwürmer. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Ich nehme einige mit, bevor sie sich wieder verkriechen. Damit habe ich eine voll funktionstüchtige Angel. Hey, Wilbur, willst du mir vielleicht helfen? Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Und jetzt? Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Ich soll... Einfach reinwerfen. Was zum... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Es hat einer angebissen! Ja, toll. Und jetzt? Wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Kapitän Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar, wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Hallo?
Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Hallo, Cheep Cheep. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten gespickt. Aber für ein Brötchen würde es reichen. Das könnte funktionieren. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Put, 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 lecker Honig. Hab ich dich. Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Wesen der Erde steht da. Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Das kleine Biest kann man schon ein Wesen des Feuers nennen. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Hallo, Cheep Cheep. Jetzt fehlst nur noch du als Wesen der Luft. Nun komm schon, setz dich bitte in die Nische. Na siehst du, keine Falle. Allerdings öffnet sich auch die Tür nicht. Vielleicht muss man... Cheep! Hallo? Cheep Cheep? Oh, den Göttern sei Dank, dir ist nichts passiert. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Also gut, aber nicht gleich die ganze Flasche. Bis dann, Cheep. Willst du mit? Aber klar. Okay, aber bleib hinter mir und fass nichts an. Und was ist mit dem Herrn Profi-Schatzsucher? Kommen Sie? Naja, hier gibt es immer noch einiges auf dem Schiff zu tun. Ja? Dann wollen Sie lieber hier draußen warten und uns warnen, falls die Schatten oder diese reizende Kopfgeldjägerin auftauchen? Andererseits wärt ihr im Tempel ohne mich völlig aufgeschmissen. Und fasst nichts an. Wenn ihr irgendwo einen Edelstein seht, ruft mich. Es könnte eine Falle sein. Wenn Sie so ein Experte sind, sollten Sie da nicht vorangehen? Nicht alle Fallen lassen sich rechtzeitig entdecken. Der Expeditionsleiter sollte in Sicherheit bleiben. Halte dich von ihm fern, wenn du leben willst, Wilbur. Ach was, dieser Tempel ist uralt. Was sollte schon passieren? Hätte jetzt nicht etwas Unerwartetes passieren sollen? Schluss mit der Blödelei. Wir haben eine Aufgabe. Kommt schon und bleib dicht zusammen. Gerne auch sehr dicht, meine Liebe. Ich... Na toll.
Ganz ruhig bleiben. Ich lasse mir etwas einfallen. Dort geht es tiefer in den Tempel. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Den Abenteurer hat's erwischt. Da hat auch seine Machete nicht geholfen. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Die Nischen haben sich wieder geöffnet. Die Würmer, der Fisch und die Fee sind fort. Das Marmeladenglas steht immer noch in der Nische. Ich nehme es mit. Der Fisch ist mitsamt dem Wasser verschwunden. Aber der Eimer sieht noch in Ordnung aus. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Diese Quallen haben vermutlich noch nie ein anderes Lebewesen gesehen. Sie sind ganz zutraulich. Ich habe den Eimer an der Schnur festgebunden. Das Glas mit der Leuchtqualle steht im Eimer. Hey, Wilbur! Ich lasse dir eine Leuchtqualle runter! Danke! Hey, hier auf der Tür sind Symbole. Wie sehen sie aus? Da ist so etwas wie eine Schnecke mit einem langen Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Das ist ja alles schön und gut, aber könntest du mir endlich mal das Licht runterwerfen? Ich sehe hier nicht mal die Hand vor Augen. Entschuldigung. Was siehst du? Einen Gang. Keine Ahnung, wo er hinführt. Zumindest raus aus diesem Loch. Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool! Ich glaube, die Steinplatte ist eine Tür. Auf der Tür sind diese vier Symbole eingemeißelt worden. So Wasserzeug. Eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Vier übereinander angeordnete Steinringe.
Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Was für Zeichen waren auf Wilbur's Tür? So etwas wie eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Müsste es sein. Die Tür hat sich geöffnet, Ivo! Das habe ich mir gedacht. Mit diesen Steinscheiben kann man Dinge im Tempel steuern. Vermutlich eine Spielerei der Priester. Sesam, öffne dich und so ein Kram. Eine Art Luke mit einem Rad. Ich schaffe es nicht. Selbst in dieser Tiefe gibt es noch Wurzeln. Und wie es scheint, wollen sie noch weiter nach unten. Vielleicht könnte ich sie mit Captain Nates Hilfe sogar erreichen. Captain Nate ist ein Profi. Er braucht meine Hilfe bestimmt nicht. Captain Nate, können Sie mich mal hochheben? Warum sollte ich? Ich kann dann vielleicht die Wurzeln da oben erreichen. Und dann? Dann kann ich mich hochziehen. Was bringt mir das? Naja, vielleicht finde ich einen Weg, sie hier rauszuholen. Also schön. Es hat funktioniert! Ich spare mir das Jubeln für später auf. Captain Nate, können Sie mich mal hochheben? Danke. Es ist ein ziemlicher Brocken, aber ich könnte ihn vielleicht dennoch verschieben. Es klappt. Der Stein und ich sind zusammen schwer genug. Weg mit dir!
mal sehen. Das war's. Die Luke ist offen. Captain Nate, können Sie mich mal hochheben? Danke. Die Leiter führt ins Dunkel. Und da oben wird der Schacht noch mal schmaler. Hi, Ivo. Wilbur. Ich habe eine verborgene Leiter gefunden. Sie hat mich hierher geführt. Gut gemacht. Was glitzert bei dir da oben so? Das hier, ein Kristall. Wirf ihn mir bitte runter. Ich habe eine Idee, wofür der gut ist. Ich muss weiter. Abenteuer erleben, Fallen umgehen, Geheimnisse enthüllen. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, mein Kleiner. Das ist eine Steintafel. Auf ihr sind dieselben Symbole, die man hier überall an den Wänden sieht. Schau mal, Ivo. Ich habe eine Steintafel mit Symbolen gefunden. Tatsächlich? Zeig mal her. Ich glaube, genau danach habe ich gesucht. Danke. Wir sind ein gutes Team. Nur nicht übermütig werden. Auf der Steintafel sind weitere Symbolfolgen für die Steinringe verzeichnet. So, als hätte sich wieder etwas getan. Der Mund der Figur hat sich geöffnet. Da drin ist sowas wie ein Schalter. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Nur kann man hier nicht einmal sehen, wohin er führt. Aha, hier bin ich also.
Ist da noch ein Kristall? Ja. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Okay, das war das. Kalt. Nass. Genau das gleiche wie drüben. Dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Ah, endlich geht es weiter. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden.
Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung. Ich wollte es nur erwähnt haben. Soll ich wirklich weitergehen? Ich werde einen Weg finden, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Bis später. Viel Glück. Also los. Je früher ich den anderen einen Weg hier rein öffne, desto früher können wir das Artefakt bergen und die Insel verlassen. Vielleicht gibt es versteckte Zugänge zum Meer und dieses Boot wurde bei einem Sturm hier hereingespült. Ich weiß nicht, wer oder was das Paddel durchgebrochen hat, denn eigentlich sieht es ziemlich stabil aus. Einige kleine Steinchen, blank und rund gewaschen von der Strömung. Auf dem Sockel steht eine Schale gefüllt mit... sieht aus wie Kompost. Ich schätze, das waren mal Opfergaben oder etwas in der Art. Aber alles Essbare ist längst verrottet. Aber hier, da glänzt etwas. Eine Dose Ölsardinen hat die Zeit überstanden. Und was ist das? Eine Steinscheibe. Mehr Brauchbares ist nicht drin, glaube ich. Und selbst etwas opfern will ich auch nicht. Ein Lichtschacht. Oder vielleicht dient die Öffnung auch der Entlüftung. Sie führt auf jeden Fall hinter das Tor. Meine leichteste Übung. Aha, eine Steinscheibe. Ein abgerundeter Zylinder mit Steindeckeln und einer kleinen Luke. Überraschend schwer. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Vermutlich göttliche Zeichen, die von den Gläubigen bewundert und verehrt werden. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Auf den beiden Scheiben sind Symbole. Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was das sein soll. Was steht auf dem Schild? Gnome-Tech Tempel-Kontrollsystem 1000. Das erklärt einiges.
Ich frage mich, was immer all diese Maschinen, Zahnräder, Knöpfe und Hebel in untergegangenen Tempeln zu suchen haben. Ich meine, normale Tempel haben diesen Kram doch auch nicht. Immer nur untergegangene. Passt perfekt. In Ordnung. Die Scheiben sind nun genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Also schön. Was haben wir hier? Ich kann mit den Symbolen nicht viel anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Ich glaube, das war's. Könnte passen. Mein Spankomat 1000 funktioniert und dürfte ziemlich wehtun. Das alte Problem. Nur von der anderen Seite betrachtet. Das alte Problem. Nur von der anderen Seite betrachtet. Wie wäre es damit? Na also, läuft doch wie am Schnürchen. Kommt rein, ihr beiden. Nichts zu hören. Wo sind denn die beiden? Brauchen sie eine Einladung? Okay, Jungs, was soll... Na toll, ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Hörst du mir zu? Du bewachst sie, verstanden? Nicht fressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Was ist mit Ivo? Psst, die wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich.
Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Du musst nicht so schreien, ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Okay, das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun, öffne dich! Ich befehle dir, öffne dich! Bitte? Ja. Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse! Die Sardinen bleiben in der Dose. Das Öl sorgt für die richtige Bodenhaftung. Also schön. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse! Was zum... Munkus hier vorhin reingelegt. Ein Spiegel. Den nehme ich mit. Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Schau mal. Zeit zu verschwinden. Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. Die beiden sehen unverletzt aus. Noch.
Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Die beiden sehen unverletzt aus. Noch. Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Der Troll würde mich sehen. Lieber nicht. Letztes Mal hat die Faulheit noch über seine Wut gesiegt. Aber beim nächsten Mal könnte es ungemütlich für mich werden. Ich sollte lieber sicherstellen, dass kein dritter Versuch nötig sein wird. Hey, du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Er meint es nicht so. Stimmt's, Wilbur? Hey, schau mal. Das war großartig. Los, befreie uns und dann nichts wie weg hier. Wir können doch nicht weg. Wir müssen doch das... den Schatz holen. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Das weiß ich. Und ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast was? Mach das Schiff abflugbereit. Wilbo und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Aber Captain Nate... Sie wissen so gut wie ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Ich habe Motrogas Sohn ausgeschaltet und Sie waren dabei. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen und der will den Schatz. Also warte hier. Also los. Fast ein bisschen unheimlich. Na los. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Vielleicht doch. Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Okay.